Hallöchen auch, meine lieben Freunde, und willkommen zurück zum nächsten, beziehungsweise zum Bonuskapitel von Grim Legends 1, der Fluch der Braut. Finstere Klamm ist unser nächstes Abenteuer hier. Und ich drücke mal auf Spielen. Wir spielen natürlich jetzt diesmal auf den leichten Modus. Los geht's. Join me, my love. You are mine, and mine alone. Forever. I must go. He's calling me. They found her near the church, sleepwalking towards the abyss. She was holding this. What is it? I have no idea. Is she all right? I'm afraid the spirit is still trying to claim its prize. How could it be? I thought I killed him. You destroyed the body, but not the spirit itself. Then I'll pay him a visit and finish it once and for all. Dad, your leg is broken, and we have no idea how to defeat, let alone find him. I think we should wait for my foster father to return from the market. He should be back in a day or two. I'm afraid we don't have that much time. Can't just sit here and wait. We won't. I'll go to the place where Lily was found and take another look around. I wonder why she was carrying this. What was she doing here? And what is this Phoenix Scepter for? Ja, das werden wir noch fragen. Und hier begrüße ich euch zum Bonuskapitel. Ich muss nur eine klitzekleine Sache nochmal machen, Freunde. Ein Moment, geht gleich los. Es war jetzt unprofessionell, das mitten in der Aufnahme zu machen. Hey, aber hey, wer ist schon heutzutage professionell? So, das wollte ich nur mal ganz kurz machen. So. Denn ihr könnt euch erinnern, oder werdet das nach der Hauptstory gesehen haben, dass ich ein Special-Video für euch da reingestellt habe, bevor ich das Bonuskapitel angefangen habe. Nämlich, es gibt ja diese Naturgeister. Aber irgendwie hat Artifacts Mundi die letzten drei Naturgeister im Bonuskapitel verbannt. Hört sich witzig an, ist aber so. Jetzt muss ich nur die Standorte finden von dem Ganzen natürlich. Das müssen wir natürlich rausfinden. Moment, ich mach mal hier so. Ich räume mal die Schutt beiseite. Und hier versteckt sich schon der nächste Naturgeist, der gerade eine Dusche nimmt. Den nehmen wir natürlich mit. Die Speerspitze nehmen wir auch. Also hier im Trümmerhaufen ist Naturgeist 28. So, jetzt müssen wir wahrscheinlich noch ein paar Zügel machen. Wir bitten darum, alle in der Nähe in der Kirche gefundenen Objekte in diese Kiste gelegt werden. Bitte kein Souvenirs mitnehmen. Ja, hätte ich auch nicht vorgehabt. 7. Nee, das ist 2. Juli. Wir haben unsere letzten Novizen verloren. Dieser Narr glaubt tatsächlich, könne den Geist der Klamm besiegen. Er hat sich mit einer List an uns vorbeigeschlichen und ist durch das Portal gegangen. Wir werden ihn nie wiedersehen. 3. Juli. Ich habe beschlossen, den Zugang zur Klamm des Feuers zu schließen. Es muss verhindert werden, dass sich noch jemand dahin aufmacht. Zur Sicherheit habe ich die Phönix-Figur ebenfalls versteckt. Die hat die Lily dabei. Und da ist was drin. Nun können wir uns darauf konzentrieren, den Baum zu bewachen. Die anderen Portale zur Klamm sind gesichert. Aber hier haben wir einen Schlüssel. Und sonst kann ich hier nichts mehr mitnehmen. So. Hier können wir nicht mehr hin. Aber hier kann ich wahrscheinlich das aufschneiden.
Ganz ehrlich, der Dolch hat ausgeschaut wie der Dolch von Enigmatis, der Opferdolch. Und habt ihr die Stimme erkannt vom Vater von uns? Das war die englische Synchronstimme von Richard Hamilton. Da sieht man, dass Enigmatis nicht weit ist. So, jetzt gehen wir mal da rein. Da glitzert uns schon was an, aber erstmal machen wir hier frei, weil hier ist eine Buntglasscheibe und da klammert sich der 29. Naturgeist fest an der Truhe. Dann haben wir schon mal 29. Das heißt, der 30. Geist, der wird nicht lange auf uns, beziehungsweise auf sich sitzen lassen. So, jetzt schauen wir mal, wie es hier weitergeht. Ja, komm. Da haben wir noch ein Buntglasfenster und hier kommt die Phönixstatuette rein. Hier kommen noch die restlichen Glasscheiben hin, aber uns fehlt noch eine. Dürfen wir natürlich wieder erwimmeln. Wer hätte es gedacht, ne? Ja, ich bin happy und gut gelaunt und das wird auch weiterhin so bleiben. Das lasse ich mir auch nicht nehmen. Wo ist dies? Lupe ist das nicht. Ist das vielleicht wieder gehört das wieder zu einer Brille? Handzeichen, Schatulle, Brille, ja doch, Brille irgendwie. Ist da eine Brille drin? Nee, das war einfach schon die Kiste. Okay, das habe ich nicht beachtet, aber jetzt können wir die Brille reparieren. Ach, weil sie schmutzig ist. Ach so, wo ist denn hier ein Tuch zum Sauberrubbeln? Hä? Ja, die ist dreckig, aber... Es muss sich doch hier was zu einer Hand formen, wenn ich hier was sauber machen soll. Ah, hier, Brillentuch. So, haben wir jetzt alles sauber? Ja, Buntglasfragment war hier oben. Ein Schmetterling. Ling, ling, ling. Wo bist du, Schmetterling? Da bist du. Okay, das ist kein Lesezeichen. Dass jetzt hier die Musik weg ist, das ist gemein. Da hört man jeden Pups von mir. Natürlich würde ich nie in der Aufnahme pupsen. Das gehört sich auch nicht. Okay, schauen wir mal weiter. Lesezeichen. Habe ich immer noch nicht gefunden. Was könnte denn hier noch ein Lesezeichen sein? Das hier zum Beispiel. Schlüssel. Jetzt sagt, dass das der Schlüssel ist. Ja, nehmen wir mal die Brille mit. Die Pilze. Das Phantom, der Opa. So, jetzt müssen wir eigentlich das eigentlich etwas leichter finden. Was ist denn bitteschön ein Knorren? Und ein... Okay, Schlüssel weiß ich, was ein Schlüssel ist. Aber was ist ein Knorren, bitte? Ich bin jetzt gerade ein bisschen überfragt wieder. Ich habe jetzt fast jeden Gegenstand hier angeklickt. Das ist ein Knorren, okay. Ich hole mir jetzt aber Hilfe. Ich bin echt ein Blindfisch. Es ist natürlich auch spät, hust, hust. Wie immer, wenn ich aufnehme. Kann ich auch drehen? Okay, Puzzeln schwer gemacht.
Natürlich so schwer ist es auch nicht, aber man soll ja, wie soll man sagen, bescheiden bleiben. So. Okay, das passt nicht rein, das passt. Das kommt bestimmt ja hier rüber. Oh, ich liebe die Musik. Die haben sie auch im Bonuskapitel mit drin behalten. Genial einfach, sag ich euch. Genial. So, da haben wir es doch. Okay. Wahrscheinlich soll es ein Phönix darstellen. Okay. Und jetzt? Ah. Okay, ich muss wahrscheinlich hier die richtigen Farben zuteilen. Mal kurz nachkontrollieren. Und da ist der nächste Knopf. So, jetzt geht's hier runter. Okay. That was close. Wow, it must be the Chamber of Fire. Ja, Chamber of Fire. Und irgendwo soll hier der nächste und letzte Naturgeist hier lauern. Und da ist er, meine Freunde. Der isst gerade was oder so, glaube ich. Und da haben wir Naturgeist Nummer 30. Das heißt, wir haben jetzt alle Naturgeister und alle Trugbilder gesammelt. Bin ich schon ein bisschen stolz auf mich. So, testen wir natürlich mal mit. Da kriegen wir wahrscheinlich nur mit einer Schleuder runter, die wir hier zusammen basteln müssen. Okay, so wahrscheinlich. Haben wir ein goldenes Ei. Eins von fünf goldenen Eiern. Da steckt was fest. Kann ich das vielleicht herauspuppeln mit dem? Ich habe einige der goldenen Eier in Sicherheit gebracht, aber dies wird nicht genügen. Holt alles Nötige aus dieser Kammer. Am morgigen Tage will ich sie für eine Mal versiegeln. Und jetzt müssen wir die Kugeln hier zu ihren farbigen Bereichen bringen. Okay, Nummer grün ist dran, rot bleibt hoffentlich da, wo es bleibt. So. Nee. Nicht austicken hier. So, da haben wir zwei Kugeln. Der Schwur des Phönix. Meine Treue soll der Sonne, der Flamme und dem Phönix gehören. Ich werde den Geboten der Wahrheit, der Gerechtigkeit und der Aufopferung für diese Ideale folgen. Des Tages und des Nachts will ich Wache halten, bis die Flamme meiner Seele verlischt. Keine Seele soll der Klamm verfallen, das Böse niemals die Welt des Lichts betreten. Während meiner Wacht bleibt das Tor verschlossen.
Möge ich von Dunkelheit verschlungen werden, sollte ich scheitern. Ja, das ist ein bisschen spät. So, was müssen wir jetzt hier als nächstes machen? Haben wir noch Zeit? Ja, wir haben noch ein bisschen Zeit. Das muss die Gate to the Abyss, the lair of the spirit that haunts my sister. Ja, aber uns fehlen die ganzen Eier noch, meine Liebe. Sonst bringt das nichts. Und da muss ich jetzt was runterballern. Volltreffer. Und die Juwelen lasst ihr natürlich liegen. Mhm. So eine ganz. Ich bin eine ganz, ganz liebe. Ich klaue nichts. Ich bin ganz lieb. So, das haben wir auch geschafft, das Rätselchen. Klopf, klopf auf dein Schnäbelchen. So, dann haben wir das auch schon mal gelöst. Weißt du, hier liegt auch Gold, sie nimmt nichts mit. So, was könnte ich hier machen? Also hier fehlt sowieso was. Sowieso was. Muss ich kurz. Wir haben keine Karte. Oh Gott. Das sehe ich. Das habe ich jetzt erst jetzt bemerkt. Okay, ich kann hier aber auch jetzt nichts mitnehmen oder so. Das heißt, wir müssen nochmal nach. Okay, hier schimmert uns wieder ein Wimmelbild entgegen. Gebet des Phönix. Sonst ist hier nichts zu entlösen. Baum der Klamm, da ist er. Gebet der Phönix, da ist er. Gebetstrommel, hier. Phönix-Emblem, hier. Sonnenblume, da. Siegerring, hier. Kreide ist da. Kohle ist hier. Staub ist hier. Lupe ist da. Das Herz ist hier. Und eine Stola, das ist das hier. Ah ja, und da haben wir auch schon das. Warte mal, hier können wir auch schon was machen. Haben wir noch ein goldenes Phönix-Ei? Ich denke mal, dass es Phönix-Eier sind. Weil es symbolisiert sich ja überall, das ist der Phönix. Und da dürfen wir jetzt einfach mal die Gegenstände zuordnen, vermute ich mal. Der Ritter ist mit größer wahrscheinlich er hier. Das Buch gehört ihm. Die Mistgabe gehört dem Bauer. Sag ich doch. Da war Phönix-Ei Nummer 5. Und jetzt müssen wir auch noch dieses schöne Minispiel machen. Platziere die Eier so, dass die Tunnel komplett erleuchtet sind. Ui. Okay. So. Okay, das ist doch ein bisschen schwieriger, als es ausschaut. Weil da müsste hier auch noch eins hin. Einmal hier. Okay, jetzt wird es schon schwieriger. Hier fehlt nämlich eins. Aber ich weiß schon, mir zu helfen. Tada! Be quiet while I look around. The spirit might be somewhere near. Ja, das ganz bestimmt, meine Freunde. Aber ich sehe, wir sind schon am Ende einer der Bonus-Kapitel-Folge.
Und dann sage ich mal, Dankeschön fürs Zuschauen, Dankeschön fürs Dabeisein und bis zum nächsten Part vom Bonuskapitel Finstere Klamm. Ham, ham.